Leute, ist das euer Ernst? Ich meine, ihr könnt nicht wirklich gedacht haben, dass ich das freigebe. Sieht doch alles in seinen scheiß Grafiken. Hast du mal in deinen scheiß Grundschultexten? Was soll denn das? Ganz ehrlich, ja, hallo, liebe Game2-Community. Was ihr gerade gesehen habt, das war quasi der finale Abnahmeprozess unserer Sendung durch Fabu von Funk. Ja, die Katze ist aus dem Sack. Diese Woche gibt's leider keine neue Ausgabe Game2. Wir haben es in den letzten 100 Folgen immer irgendwie hingekriegt, aber in dieser Woche ist einfach alles schief gegangen. Und das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist, euch zu erklären, wie es so weit kommen konnte und auf euer Verständnis zu hoffen. Ich glaube, es ging damit los, dass Timo, unser Grafiker, in mein Büro kam und Moin sagte. Moin! Hey! Hey Colin, ich wollte fragen, ob ich für Game 2 einen Beitrag schreiben könnte. Ah? Grafik machen ist auf jeden Fall geil, aber ich glaube, ich bin eher so der geborene Schriftsteller. Und deshalb. Okay. Geht das schon diese Woche? Ja, okay! Da bräuchte ich mir nur noch irgendjemand für die Grafik. Ja, halt! Sebastian! Du machst diese Woche Grafiken! Geil, ging einfacher als gedacht. Ja, ist doch toll. Ne? Komm, jetzt kannst du auch einen Abgang machen. Ich hab hier zu tun. Eine Gehaltszahlung? Komm, hau ab! Ach, schade. Das wird mein Durchbruch. Endlich kann ich selber mit einem Epos vom Beitrag glänzen und den ganzen Nichtskönnern zeigen, wie man's richtig macht. Fangen wir. Ja. Fangen wir mit einem epischen Einstieg an. Es ist das 21. Jahrhundert. Die Entwicklung von Superrobotern, sogenannten Wanzern, hat die Art und Weise verändert, wie die Menschen Krieg führen. Das Aufkommen dieser Maschinen führte zu einer neuen Welle gewalttätiger Auseinandersetzungen. Inmitten solch eines Konfliktes fand sich die Stadt Novoslava, Vieda. Deren Streitkräfte wurden jedoch sehr schnell ausgelöscht. Für die Neigen wird man der verzweifelte Überlebenskampf. Was ist das denn für ein Mist? Das? Das ist mein Meisterwerk, mein Magnum Opus. Opus, ja, pa! Das reicht maximal für einen Lokus. Ja, hast du da überhaupt noch mal gegengelesen? Wer bin ich denn? Gute Schriftsteller geben sich voll und ganz ihrem Schreibfluss hin. Ja, und genau deshalb hat dein Kacktext hier auch so viele Fehler. Nee, Freundchen, das lese ich ab jetzt Korrektur, bevor das zu Ingo geht. Oh Gott, hoffentlich stellt sich Sebastian in der Grafik besser an. Jetzt malen wir eine glückliche kleine Wolke. Ja, ganz einfach, ganz leichte Bewegung. So, jetzt machen wir noch hier den Baum. Left Alive. Was ist das überhaupt? Kommen tut's von Square Enix und gehört zur Front-Mission-Serie. Das waren runden Strategie-RPGs mit Mechs, die irgendwann in den 90ern beliebt waren. Danach weste die Serie aber die meiste Zeit still vor sich hin und probierte sich auch im Action-Genre aus. 2010 gab's das letzte Spiel. Jetzt hat sich Square Enix aber gedacht, dass es mal Zeit für was Neues wäre. Statt aber bei strategischem Rollenspielkram zu bleiben, haben sie einen Survival-Stealth-Shooter daraus gemacht. Coole Idee! So ein ähnlicher Wechsel kam ja auch schon bei Fans von Fallout und Metal Gear richtig gut an. Nicht. Aber im Gegensatz zu den Spielen scheinen die Leute hinter Left Alive wirklich überhaupt keinen Peil zu haben, was sie da tun. Das Ding soll ein Stealth-Spiel sein, aber es gibt kaum Möglichkeiten, leise vorzugehen. Ihr könnt Kram herstellen, das sind dann aber hauptsächlich Explosionswaffen, Sprengsätze oder Rauchgranaten. Schleichen geht irgendwie anders. Die Spitze des Scheißbergs ist, dass ihr nicht mal eine Möglichkeit habt, Gegner leise auszuschalten. Wie blöd ist das denn? Da stehst du hinter einem unaufmerksamen Gegner und alles, was du machen kannst, ist dumm in ihn reinlaufen. Dumm in ihn reinrutschen. Oder ihm dumm eine läppische Backpfeife zu klatschen. Und der einzig halbwegs richtige Weg ist, ihm eins mit einem Rohr überzubraten. Super unauffällig. Die Entwickler scheinen noch nie auch nur ein einziges Stealth-Spiel aus der Entfernung gesehen zu haben.
Schon allein, wie die drei spielbaren Charaktere unauffällig schleichen. Was soll das denn sein, wenn's fertig ist? Das sieht aus wie jemand, der sich vor Bauchschmerzen krümmt und dabei versucht, einen Moonwalk zu laufen. Hey, Basti. Ich hab was für die Grafik. Ja, bitte. Mach mal was aus diesen trippelnden Schleicher-Einis. Okay. Entschuldige. Könntest du mir ganz kurz einmal zeigen, wie dieses komische Gerät hier funktioniert, mit dem das ich hier... Das ist eine Maus, du Klappspaten! Okay, ja, kriegen wir hin. Gar kein Problem. Wo man in anderen Stealth-Games komplexen Spielkram oder zumindest verschiedene Herangehensweisen hat, ist in Left Alive eigentlich nur wichtig, in welche Richtung ihr geht. Ein Weg ist meist zugepflastert mit Gegnern und bösen Mechs, die euch beim kleinsten Mucks direkt zersieben. Der eine andere Weg ist dann wiederum frei und ihr könnt entspannt zum Ziel watscheln. Mit klassischem Stealth hat das nicht viel zu tun. Hätte Agent 47 aus Hitman hier einen Gastauftritt, würde er sich in Grund und Boden schämen. Allein wie dumm und unberechenbar die Gegner sind. Nicht nur, dass die euch ab und an aus unerklärlichen Gründen einfach entdecken, auch wenn ihr safe hinter Wänden kauert. Nee, die sind auch noch bei Alarm und auf der Jagd total random. Mal laufen sie nervös an uns vorbei, als würde ihnen gerade einfallen, dass sie gleich ihren Bus an der nächsten Haltestelle verpassen. Dann wieder rennen sie ziel- und kopflos im Kreis. Guck immer hier. Nee, ist er nicht. Aber jetzt hier. Nee, auch nicht. Aber hier. Hallo? Ich hab dich doch gerade hier irgendwo. Also jetzt hier. Hallo, bist du... Nee, aber hier. Der aber wahrscheinlich beschissenste Scheiß an Left Alive sind die Insta-Kills. Wenn Alarm geschlagen wird, könnt ihr in der Regel eure Sachen packen und nach Hause gehen. Sobald die Sirenen schrillen, wissen innerhalb von Sekunden alle Soldaten und ihre Mütter im Umkreis von 8000 Kilometern von eurer Anwesenheit. Wenn ihr dann auch noch einen falschen Mucks macht, während einer der vielen gegnerischen Mechs in der Nähe ist, ja, dann ist aus. So wie hier. Hier. Oder hier. Und das ist Kacke. Left Alive ist Kacke. Falls ihr jetzt im Ausgleich für diese Scheißigkeit eine coole Geschichte erwartet, vergesst es. Die ist auch Mist. Die Charaktere sind uninteressante Japanonasen, klischeeige Narbengesichter oder total fiese Fieslinge, die in ihrer Freizeit wahrscheinlich arme Hundewelpen foltern. Die Kriegsgeschichte ist ungeil, unübersichtlich und lahm. Und die Dialoge mit darüber gestülpten moralischen Entscheidungen holprig wie Sau. Hey, need someone to show you around, beautiful? Und von der Grafik will ich gar nicht erst anfangen. Left Alive ist vielleicht kein Totalausfall, aber auch nur Millimeter davon entfernt. Guckt euch das an. Sieht aus, als würden die Texturen nachladen. Tun sie aber nicht. Dieser Matsch ist Absicht. Und das auch noch in einer selbst ablaufenden Sequenz. Und schön ist der ganze Rest auch nicht. Wie diese matschige Kanalisation zeigt, in der alles in gülliger, schwarzbrauner Pampe versinkt. Wenn wir uns ganz dolle anstrengen, haben wir entfernt so etwas wie einen Anflug von Spaß, während wir einen der riesigen Superroboter steuern. Da können wir wenigstens alles kaputt machen. Bei den flachen Explosionstapeten, die wir schon in Duke Nukem schöner gesehen haben, lässt die Lust dann aber auch ganz schnell wieder nach. Also gut, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als ein kurzes, scharf und pointiert geschriebenes Fazit zu ziehen. Left Alive ist Kacke. Sorry, ist so. Fertig! Das Meisterwerk ist vollbracht. Das Beste, was Game 2 jemals gesehen hat. Feiert mich, meine Untertanen! Es ist der große Timo! Weiter geht's noch. Hinsetzen, Maul halten. Ja, super. Damit war dann halt schon mal der erste Beitrag vor die Wand gefahren. Aber halb so wild habe ich mir gedacht, Micha, der sitzt ja gerade an Fimbul dran. Den macht er gemeinsam mit unserem Cutter Steffen. Das soll wohl gut werden.
Womit ich dann nicht gerechnet habe, das war natürlich Steffens unterdrückte Schöngeistigkeit. Das wisst ihr da draußen vielleicht nicht, aber der Steffen, das ist so ein Intellektueller, weißt du, der steht auch gern mal am Fenster und guckt raus und sagt dann so schlaue Sachen. Ich schneide, ich schnitt, ich werde geschnitten haben. Steffen, das war wunderschön. Und ausgerechnet der wird seit Jahren von Micha gezwungen, so extrem stumpfe Beiträge zu schneiden und auch immer so saudumme Rollen zu spielen. Knecht Ruprecht. Ja, ich halte mein Maul. Ah. Ja, und dass das für so einen Liebhaber der schönen Künste natürlich kein Spaß ist, das kann sich ja jeder vorstellen. Und diesmal ist Steffen dann anscheinend der Kragen geplatzt. So, das Spiel heißt Fimbul. Wir starten mit einer Furzmatz. Ein Furz? Einfach aus dem Nichts? Das erscheint mir infantil. Ja, nun mach. Super. Pfui Deibel, das stinkt aber. Doch genau wie dieser Furz ist auch Fimbul. Denn das Indie-Hack'n'Slay ist eher heißes Lüftchen als nordische Brise. Das stinkt. Und das ist ein kleiner Raum. Man spielt einen grantigen Wikinger-Opa namens Quell Dulva, der auf seine alten Tage noch mal richtig ausrasten will. Man verhaut stetig anwachsende, aber nicht klüger werdende Gegnermassen. Hier und da muss man per Rolle ausweichen oder mit dem Schild blocken, ein paar Speere schmeißen. Und wenn sich die blaue Leiste füllt, kann man Special Moves raushauen. Zu entdecken gibt's nix, aufleveln ist auch nicht. Und die lineare Welt besteht aus Schnee. Ohne Ende Schnee. Aber die Rechnung Schnee plus Axt gleich Fanofan geht halt nicht immer auf. So, das war's. Kurz und knackig. Wie, das war's? Ja, siehst du denn die Poesie des Spiels nicht? Was? Hast du mit Ach und Krach die Vorschule bestanden und machst jetzt hier auch wichtig, oder was? Haha. Du solltest wissen, negatives Denken verstrickt dich unweigerlich in die Negation des eigenen Daseins. War das ein Diss, oder was? Vielleicht. Ja, da können wir ja Jobs tauschen, wenn du so schlau bist, ne? Gut. Was ist Fimbul? Ein nordisches Hack und Slay? Sicherlich. Doch vielleicht ist es auch mehr. Das Spiel möchte uns etwas mitteilen mit seiner blanken, in ewigen Eis erstarrten Welt. Es ist der alte Quell Dulva, der durch eisige Lande zieht, um Ragnarök zu verhindern. Doch ist nicht bereits vor langer Zeit die Kälte in das Herz des Recken gedrungen? Verraten von des Bruders Hand, kämpft er sich durch eine Welt so karg und leer wie seine eigene blutrünstige Seele. Doch steht solch zur Schau getragene Manneskraft nicht immer auch für die Suche nach Liebe. Flicken! Du zerstörst mein Werk. Ich Redakteur, du Scheiße. Nein, ich nicht Scheiße, du Narr. Was ist das denn hier für eine pseudogeschwungene Kindergarten? Ich will nichts hören, ab in deine Katerkammer. Papa übernimmt ab jetzt. So, Leute, das Ding ist Low-Budget-Hack'n'Slay in Wikinger-Manier. Spielzeit circa 3 Stunden, netter Low-Poly-Look, spaßige Kämpfe, aber schwache Gegner-KI und kaum Abwechslung. Papa gibt eine 5 von 10, Fans greifen zu, Anfänger spielen Probe. So, fertig jetzt hier. Mach das Ding mal schön jetzt, ne? Ich geh weiter zur nächsten Baustelle. Ihr seht, ich habe wirklich alles getan, um die Sendung noch zu retten, aber auch ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Und so habe ich dann halt leider nicht mitbekommen, dass sich Markus und Sabine in die Wolle gekriegt haben. Also ihr immer mit eurer Zockerei da, das kann ja auch jeder Idiot, ne? Bitte? Das soll jetzt ein Job sein? Also bitte, das kann mit Sicherheit nicht jeder. Ich meine, hier ein bisschen schminki-schminki, ja, das ist ja wohl nicht schwer. Nee, genau, kannst du ja mal ausprobieren. Wir können ja mal tauschen, ne? Sehr gerne. Und dann zockst du jetzt, machst den Beitrag, ich schminke ein bisschen. Genau, mal gucken wir hier, gucken ne? Guck mal, ist Jump Force übrigens. Ne? Okay, kein Problem. Also die Story von Jump Force, also so ein komischer weißer Typ mit Schwanz und lila Glatze schießt mit Lasern in New York und macht irgendwie alles kaputt. Dann kommen noch 3 junge Typen mit Muckis und bekämpfen den. Und der mit dem orangefarbenen T-Shirt schießt mit blauen Lasern. Der andere Junge hat lange Arme und der dritte ist anscheinend irgendwie so ein Samurai-Kämpfer. Joa, darum geht's in dem Spiel, würde ich mal sagen. So, jetzt mache ich mir mal einen richtigen heißen Feger. Blond mit rosa Spitzen,
Ja, schick. Hier, dann bekommt die grüne Haut und... Oh, hallo. Naja, übertreiben müssen wir nicht, ne? So, fertig. Name? Ja, Sabine, ne? Cool. Name ist ne? Ich Ja, das mache ich doch gerne für dich, Typ mit lila Haaren und Damenjeansjacke. Wie rennt die denn? Die läuft ja nicht sehr damenhaft. Was muss ich denn jetzt drücken? Wo bin ich hin? Huch! Da! Du! Wie kann ich denn jetzt mal Laser schießen? Oh, Kamehameha. Huh. Ah, toll. Ey, sag mal. Was geht denn jetzt ab? Meine Güte. Wo geblockt. Haha. Ja, gewonnen, du Loser. Was ist mit dem? Geiles Outfit. Naja, ein blaues und ein rotes Auge. Bisschen Husky-mäßig. Naruto Uzumaki. Jetzt kommen wir mehr so in die japanische Abteilung, oder? Der ist so mehr so der Kampftyp mit so einer Rüstung. Sehr beeindruckend. Womanizer. Ganz heißer Typ. Arnold Schwarzenegger, würde ich mal sagen. So rein vom Body her, ne? Nicht übel, das Teil. Boa Hancock, ne? Voll die Sexbombe. Da stehen bestimmt die ganzen notgeilen Jungs drauf auf die Alte. Schon wieder kämpfen? Nee, jetzt reizen wir, jetzt habe ich keine Lust mehr. Genug gesehen, echt. So, fertig. War ja nicht so kompliziert, ne? Nee, du bist noch nicht fertig. Hier, das ist das nächste Spiel. Was ist das denn jetzt hier? Ohne Pike Wollzeger mit Rufi, dem Piraten. Sabine, das heißt One Piece World Seeker. Und der Pirat heißt Monkey D. Ruffy. Das muss ein bisschen aufpassen. Das hat eine extrem große Fanbase inklusive. Ja, meinetwegen. Alles nicht so wild. Und du? Ja, komm, für den Anfang kann ich dir helfen. Auch wenn One Piece eigentlich keine Vorstellung braucht, fasse ich es für alle Neulinge noch mal kurz zusammen. Also Sabine, jetzt genau zuhören. Naja, mach ich schon. One Piece ist ein international hochgefeierter Shonen-Manga samt Anime-Serie vom Mangaka Eiichiro Oda, die vom Gum-Gum-Piraten Ruffy mit seiner Strohhutbande und deren Jagd nach dem größten Schatz der Welt handelt, dem One Piece. Tja, und jetzt kommt das Open-World-Action-Adventure World Seeker dazu, das nochmal ein völlig neues Kapitel abseits der Hauptstory aufmacht. Im Grunde geht's um Folgendes. Die Strohhutbande hat Wind von einem Schatz bekommen, der auf der Prison Island versteckt sein soll. Dort angekommen wartet aber schon ein Großaufgebot der Marine, das auch noch mit Seesteinmunition ausgestattet ist. Also der Munition, die Teufelskräfte negieren kann. Es ist eine Falle. Die Crew wird getrennt und verhaftet. Die Thousand Sunny ist im Eimer und wir stecken hier erstmal fest. Jetzt liegt's an Ruffy, den ganzen Schlamassel wieder in Ordnung zu bringen. So, ist das jetzt klarer für dich? Was? Nee, ja. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Naja, ja gut, dann mache ich weiter. Hier kümmerst du dich um die Kostüme? Okay. Danke. Wo war ich? Ach ja, ihr spielt Ruffy, den Captain der Strohhutpiraten. Und vor euch liegt ein ganzer Inselkomplex voller Abenteuer. Zunächst müsst ihr aber eure Crew wiederfinden, die überall auf der Insel verstreut ist. Dafür müsst ihr sogar in Hochsicherheitsgefängnisse einbrechen und Marinegeneräle wie Smoker bekämpfen. Klingt episch, ist aber nicht wirklich kompliziert. Die Schlaffi-Marinesoldaten sehen kein Land gegen Ruffys Gum-Gum-Kräfte. Aber gut, das Spiel fängt eh erst richtig an, wenn die Crew wieder versammelt ist. Denn jetzt ist die Insel komplett frei erkundbar. Und genug zu tun gibt's hier auch. Ihr könnt die Geschichte weiterverfolgen, die sich um den Konflikt zwischen Marine und den Bewohnern der Insel dreht. Denn nicht alle finden toll, was die Regierung hier im stillen Kämmerlein veranstaltet. Deshalb hat sich eine Rebellengruppe um Anführerin Jan gebildet, die gegen die Machenschaften der Marine vorgeht. Allen voran der schlagkräftige Kommandant Isaac. Beide Charaktere wurden übrigens von Oda-san höchstpersönlich geschaffen. Yay! Yeah.
Neben der Story gibt's Open World typisch noch haufenweise Beschäftigungsmöglichkeiten, zum Beispiel Nebenmissionen. Da stecken manchmal ganz nette kleine Geschichten dahinter. Aber meistens sammeln wir nur Kram, suchen irgendwelche Leute, rennen um die Wette oder vermöbeln Marinefußvolk. Tja, innovativ ist das wenig und es nutzt sich auch wirklich schnell ab. Gut, eine Schleichmission hatten wir auch, aber mal ehrlich, Ruffy und Schleichen? Das passt ja mal gar nicht. Das hätten die lieber weglassen sollen. Immerhin sammelt ihr für absolvierte Missionen Karma-Punkte, die euer Ansehen beim Questgeber steigern und so neue Dialoge und Sequenzen freischalten. Sonst ist das aber alles schnarchiger und sehr generischer Open-World-Kram. Naja, vergessen wir die Nebenaufgaben und schauen uns mal die Kämpfe an. Sonderlich tiefgründig sind die nicht. Es reicht oft nur, die Angriffstaste zu hämmern. Außerdem ist alles so träge und fühlt sich ungenau an. Aber Spaß macht's irgendwie trotzdem, wenn die Gegner mit der Gum-Gum-Gatlin verkloppt oder mit der Gum-Gum-Peitsche durch die Luft gekickt werden. Ein bisschen Abwechslung bekommt man auch, da man fließend zwischen zwei Hakis wechseln kann. Also den Manifestationen von übernatürlicher Willenskraft, kennt man. Oder eben einfacher gesagt, ein flinker Kampfstil und ein brachialer. So richtig spaßig wird's aber erst, wenn man ein paar Fähigkeiten dafür freigeschaltet hat. Ihr verdient häufig Punkte und investiert die in neue Superattacken, Fähigkeiten wie das Gum-Gum-UFO, bessere Statuswerte oder in Techniken für das Panzerhaki oder das Beobachterhaki. Moment mal, Panzerhaki? Das müsste doch Rüstungshaki heißen und das andere Observationshaki. Das ist jetzt schon etwas peinlich, oh Mann. Okay, schauen wir uns mal die Welt an. Immerhin gibt's hier keine Grenzen und wir können sie frei erkunden, sofern das unsere Fähigkeiten zulassen. Ja, die Fortbewegung mit Ruffys Gummiarm ist auch ganz lustig, aber viel zu entdecken gibt's hier trotzdem nicht. Ihr könnt glitzernde Punkte suchen oder Schatzkisten öffnen, die echt die längste Öffnungsdauer überhaupt haben. Genauso alle Schalter. Was soll das denn? Und dann noch die elendig langen Ladezeiten bei der Schnellreise oder dem Respawn. Ich meine, wofür lädt das denn so lange? An der geilen Grafik kann es nicht liegen. Die Figuren sehen ja noch ganz nett aus, aber der Rest ist ganz schön oll. Warum nicht so eine Optik wie in Dragon Ball FighterZ? So sieht ein geiles Anime-Game aus. Außerdem hätte ich auch gerne andere Crewmitglieder wie Zorro oder Nico Robin gespielt. Auf die Dauer sind Ruffys lange Ärmchen einfach nicht genug. Naja, wenigstens ist die komplette Strohhutbande überhaupt dabei. Und auf dem Schiff kann man auch mit ihnen schnacken oder sie auf Missionen schicken. Ja, hier fühlt man sich als Fan schon wohl als auf dieser generischen Insel. Und genau davon will ich mehr. Mehr Zeit mit meinen Lieblingscharakteren und deren lustigen Geschichten. Hey, Lissab. Ja? Weißt du, wieso Seeräuber den Flächeninhalt eines Kreises nicht berechnen können? Keine Ahnung. Weil sie Piraten. Ey, stopp. Sag mal, wollt ihr mich hier alle verarschen? Was soll das mit dem Make-up? Das sieht aus, als ob es ein Grundschüler gemacht hätte. Ey! Die Kostüme, sag mal, habt ihr die aus dem Müll oder was? Nein. Die beschissenen Hintergründe, das fange ich gar nicht erst an. So kann ich echt nicht arbeiten. Das war's mit dem Beitrag. Was habt ihr mit mir gemacht? Ja, die ist jetzt hier wütend rausgerannt, meinte, so kann sie nicht arbeiten und das war's mit dem Beitrag. Wie? Das war's mit dem Beitrag? Der Beitrag muss Knaller werden, die ganze Sendung ist doch schon scheiße. Und was hat das überhaupt mit Miriam zu tun? Du bist doch der Redakteur. Nee, ich hab Maske gemacht und Miri und Sabine haben sich hier um den Beitrag gekümmert. Ach, ich will's überhaupt nicht hören, wir brauchen jetzt einen Rap. Rap ist das Einzige, was die Sendung hier noch retten kann. Oh, was ist das für ein Zeug? Gib nicht ab, du Scheiße. Jetzt. Ja, Colin, was geht? Tim, ja, da ist doch letztens diese Neuauflage von Toe Jam & Earl erschienen. Ach, dieses komische Rap-Ding da von Megadrive oder was? Genau, und dafür müssen wir jetzt ein Rap-Video machen, beziehungsweise du musst das Rap-Video machen. Nee, ich mach kein Rap. Ich hab ja Probleme, okay? Ja, und dann blieb mir halt nichts mehr anderes übrig, als selber so einen Rap zu schreiben. Hey Tulek, Mann, was bist denn da am Zocken? Komm,
komm halt rüber, das haut dich aus den Socken. Das Spiel hier nennt sich Toe Jam & Earl. Das ist, wie du siehst, eine klare Gaming-Pearl. Die Raumfahrer sind außer Plan gelandet. Du meinst, die beiden sind auf der Erde gestrandet? Das Raumschiff ist kaputt, das ist das Problem. Okay, ich verstehe, das ist wirklich nicht schön. Die Raumschiffteile liegen in den Levels herum, die sind zufallsgeneriert. Ach komm, das ist doch dumm. Hier schütteln sie den Busch, da schütteln sie den Baum. Das klingt nicht gerade nach einem Gamer-Traum. Tja, so war das halt auf dem Mega Drive. Moment, Sega Mega Drive? Ich glaube, ich werd steif. Das ist aber doch schon ziemlich alt. Ja, wie sagt man so schön? Besser alt als kalt. Here we go! Leute, ist das euer Ernst? Ich meine, ihr könnt nicht wirklich gedacht haben, dass ich das freigebe. Sieht doch alles an seinen scheiß Grafiken aus. Hast du manchmal an deinen scheiß Grundschultexten? Was soll denn das? Ganz ehrlich, die Grafik davon ist uns! Würdest du gerne mal kommen? Freunde, ich kann das nicht freigeben, weil das zu gut ist. Wenn wir in dieser Qualität abliefern, dann wollen die das jede Woche und dann macht ihr euch kaputt. Ja, jetzt wisst ihr wenigstens, wie das mit der Folge zustande kam, auch wenn das natürlich kein Trost sein kann. Aber keine Angst, nächste Woche sind wir wieder mit einer richtig regulären Folge Game 2 am Start. In diesem Sinne noch ein letztes Mal sorry von mir und dem ganzen Team. Vielen Dank für euer Verständnis. Wiederschauen. Reingang. Eine Klappe bitte. Hallo, Herr Rapper! Gäbel mein Name. Sie kennen mich vielleicht aus Beiträgen wie... Sorry, ich hab's... Ja, genau, wir machen kurz... Ey, Lissop! Ja! Ich verliere... Okay. warum schreist du mich an? Ich glaub, da wollt ihr mich eigentlich hier verarschen? Ein Furz? Einfach aus dem Nichts? Das erscheint mir infantil. So, das war's. Kurz und knackig. Wie das war's? Siehst du denn im Spiel den Fosini? So. Scheiße, tut mir leid. So, das war's. Wie das war's? Kurz und knackig. Alle Angst vor? Polizei! Abonnieren, Glocke drücken und kommentieren. Denn ihr habt es euch verdient. Game 2. Für das Beste im Menschen.